Kerl nehmen, der nur mich will, weil ich sonst irgendwie so eine krasse Eifersuchtstirade schiebe. Ja, das stimmt, das stimmt. Da hast du recht. Da muss man auch drüber Weil ich denken. Meine... Schwierig. Not so easy. Ich würde den Jungen nehmen, der... Nur dich will? Ja. 71% stimmen mit mir überein. Okay. Vermutlich ist der dann pottenhässlich. Würdest du lieber all deine Erinnerungen für immer verlieren? Ja. Oder all deine Freunde für immer verlieren? Meine Erinnerung. Meine Freunde. Echt? Ja. Warum? Weil ich viele schöne Erinnerungen habe. Ja, toll, aber dann hast du... Ja, dann suche ich mir neue Freunde. Ich habe jetzt nicht so viele super gute Freunde. Also ich habe, klar, ein paar, die wir da auch hatten, aber ich habe jetzt nicht so viele super mega gute Freunde, dass ich sagen muss, die muss ich unbedingt behalten. Klar, ein, zwei, um die ich echt traurig wäre, aber... Sonst? Ja gut, aber ich meine, es gibt doch bestimmt auch Sachen, die du vergessen möchtest. Ja. Und das wäre dir dadurch ja abgenommen. Ja, es gibt auch viel zu schöne Sachen, die ich auf keinen Fall vergessen möchte. Da lieber meine Freunde verlieren und mir neu suchen. Ganz ehrlich. Okay. Tja, die meisten wollen ihre Erinnerung. Okay. Das hatten wir schon. Das hatten wir auch schon. Würdest du lieber Sex mit einem Elefanten oder mit einem Tiger haben? Tiger. Tiger ist bestimmt voll das Tier mit. Würdest du lieber unkontrollierbare Haare haben oder unkontrollierbares Reden? Also, dass du redest, ohne dass du es kontrollieren kannst. Lieber Haare. Ich auch. Das wäre ich auch wie Franziska. Aber das sage ich jetzt nicht laut. Das hat man schon gehört. Echt? Ja. Scheiße. Okay, das sieht scheiße aus. Ich muss Holz. Oh. Also, würdest du lieber in extremer Armut leben oder tot sein? Tot sein. Auf jeden Fall. Aber irgendwas muss das Armutsleben ja an sich haben, weil sonst würden sich die ganzen armen Leute ja suizidieren. Ja. Und das nennt man irgendwas im Kopf, das deinen Suizidgedanken ausschaltet. Das ist das Einzige, was die daran hindert. Hoffnung? Hoffnung würde ich es vielleicht nicht mal nennen. Ja klar. Was denn sonst? Ja, es gibt auch so, ich weiß nicht, wie man das nennt, irgendwas hast du im Kopf, das deine Suizidgedanken ausschaltet. Nein. Doch, klar. Nein? Was soll denn das sein? Keine Ahnung, aber es gibt auf jeden Fall irgendeinen Reflex oder so, der verhindert, dass du dich umbringst. Quatsch. Das ist kein Scherz. Ich meine, sonst würden wir doch auch bei Rot über der Ampel rennen. Angst? Und zum Beispiel. Guck mal, warum haben Menschen sonst Höhenangst? Das ist die Angst vor dem Tod. Jeder das ist gesunder Menschenverstand. Ja, aber was ist, wenn jemand keinen gesunden Menschenverstand hat? Es gibt genug Selbstmörder. Ja. Okay, to be dead. 53. Was, gegen mir recht oder sind gegen mich? Sind für uns. Okay. Würdest du lieber ein Jahr im Gefängnis oder 4 Jahre im Krieg verbringen? Ein Jahr im Gefängnis. Auf jeden Dicken. Auf jeden Dicken. Wie das passt, wie das passt. Schön. Ich weiß nicht. Okay, dann schließe ich mich dir einfach an. 71% sind fürs Gefängnis. Ja, weil Krieg, also nichts gegen die Leute, die im Krieg sind, aber ihr seid echt arm dran.
Warum? Wenn man es gerne macht? Willst du gerne Menschen töten in Afghanistan? Ja. Also ich bin bei Battlefield, macht das Spaß, ne? Aber echt, ich könnte nicht mal eine Fliege tothauen, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen kriege. Wusstest du, dass wenn man eine Fliege, wenn die im Wasserglas ertrinkt und du die mit Kochsalz bestreust, die damit das Leben retten kannst? Wen? Eine Fliege. Warum? Das weiß ich nicht, aber das ist so. Ah. Warum auch immer. Das sieht blöd aus. Ist voll geil. Ins Regen kann ich mich unterstellen. Das muss ich aber so machen. Warum? Was wird das denn? Ein Haus. Okay. Das ist nicht symmetrisch. Ich hasse ungeometrisches. Wahr. Würdest du lieber die Unterseite eines Busses, also eines Bussitzes, ablecken? Mhm. Oder ein Kaugummi kauen, das du unter der Schulbank gefunden hast? Lieber den Bussitz ablecken. Echt? Ja. Wenn der Bus zum Beispiel nicht Glück hat und der Bus ist noch relativ neu so und... Dann halt von einem alten. Naja, ist ein ekliges gekautes Kaugummi. Nee, auf keinen Fall. Lieber unter der Busbank lutschen. Aber wenn du jetzt überlegst, wie lange es den Bus schon gibt? Ja. Ja. Und ich meine, wenn das Kaugummi ja schon trocken ist, vielleicht... Okay, das wird mir zu eklig, wenn du das also den Bus sitzt. Bitte, ja. Würdest du lieber eine wundervolle Singstimme haben, aber nicht sprechen können? Was To be sick every hour, but otherwise talk normally. Die ganze Zeit schlecht drauf sein, aber normal reden. Oder scheiße labern und dafür... Normal. Keine Ahnung. Ja, aber heißt es schlecht drauf? Nein, to be in a bad mood heißt. Bad eye moody. Nee, das ist mad eye moody, ne? Bei schlecht? Harry Potter. Krank sein. Ich würde lieber normal reden können. Sonst würdest du dein Leben ja zu so einem Bollywood-Film machen. Ein Musical, und da haben wir uns vorhin gegen entschieden. Stimmt. Oh, jetzt habe ich das Falsche genommen, aber die meisten wollen siegen. Das hatten wir auch schon. Ich suche mal was Neues. Okay. Ich suche Bäume. Moment, ich habe da noch vier Samen, die kann ich doch anpflanzen erstmal. Tumblr. Was willst du mit Tumblr? Da steht. Da stand. Okay, das ist scheiße. So, was mache ich hier? Ich baue ein Okay, wir lassen Haus. Ah! In sein Bauernhaus. Und dann mache ich mir hier so eine große Plantage in den Felder und alles und da wird dann geil Essen erstmal drauf angebaut. Would you, das ist wieder eine Frage für dich. Würdest du lieber eine deformierte Nase haben oder einen deformierten Penis und keine Eier? Lieber die deformierte Nase. Aber sowas von eindeutig. Würdest du lieber fantastisch singen oder fantastisch tanzen können? Die schiefe Nase. Lieber gut singen. Kannst Geld mit verdienen, ne? Ja. Ich mag tanzen nicht so. Okay. Würdest du lieber... für einen ganzen Monat nur in Unterwäsche rumlaufen? Mhm. Oder komplett nackt einen ganzen Tag? Einen Monat in Unterwäsche. Hm. Ich
meine wie Kerle mit unseren Boxen.